Es hätte kaum einen besseren Ort geben können für den Startschuss der Kältereisaison bei uns in Hessen als das Apfelland Schmiebachtal hier in Kelkheim. Ist ein echtes Obstparadies. 1300 Apfelbäume reihen sich hier aneinander. Und mit dabei war heute auch die Frankfurter Apfelweinkönigin Larissa die Erste. Es ist immer ein besonderer Tag, wenn es dann losgeht und die Äpfel vom Baum geholt werden. Und ja, bei dem schönen Wetter strahlen natürlich auch die Äpfel mit und wir freuen uns auf eine gute Saison und auf einen guten Apfelwein vor allem. Ja, jetzt werfen die Kältereien bei uns in Hessen nach und nach die Saftpressen wieder an. Die Vorfreude wird allerdings etwas durch die Apfelerntebilanz in diesem Jahr insgesamt getrübt. Ich habe mit Martin Heil, dem Vorsitzenden des Hessischen Apfelweinkältereienverbands, gesprochen, der sagt, durch die heißen Sommer zuletzt sind viele Bäume einfach kaputt gegangen und in manchen Regionen gäbe es in diesem Jahr deshalb bis zu 75% Äpfel weniger.